In der letzten gemeinsamen Bundesliga-Zeit gelang dem 1. FCS auch der letzte Sieg in einem offiziellen Spiel gegen Kaiserslautern. Michael Grazer als Zwischenstation und Erik Winalda, der US-Nationalspieler, erzielte beide Tore beim 2:0 gegen den 1. FCK. Auch auf dem Betzenberg gaben die Blau-Schwarzen im letzten Bundesliga-Duell eine gute Figur. Kessel, Zweikampfsieger gegen Duni, Juri Savicev tanzte die komplette Abwehr aus und machte das 0:1. Sein 7. Saisontor, der 6. Treffer auf fremdem Boden. Wir führen verdient 1:0 und ich glaube, wir gewinnen 2:1. Viel diskutiert wurde auch das Ausgleichstor des 1. FC Kaiserslautern durch Thomas Riedel. Und auch Michael Grazer war nicht mehr in der Lage, seine Prognose für den Sieg wahrzumachen.